Ahoi! Heute gibt's wieder Neues vom Assi-Eck. Yay! Es ist weiterhin alles unverändert. Die Anwohnenden sind stinkig. Es hat sich an der ganzen Situation eigentlich nichts verbessert. Es hat sich auch nichts verschlechtert. Das sind die positiven Nachrichten. Aber aus der politischen Sommerpause heraus meldet sich jetzt Ordnungsbürgermeister Sittel und hat eine ganz hervorragende Idee. Nämlich, der Alkohol ist die Wurzel allen Übels. Entfernen wir den Alkohol, gibt's auch keine Probleme mehr. Ja, es soll ein Alkoholkonsumverbot im Einzugsbereich der Kreuzung Luisenstraße-Görlitzer Straße geben. So jedenfalls die Vorstellung nach dem Modell à la Gorbitz. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab am Amalie-Dietrich-Platz jetzt ein Jahr lang den Versuch, die alkoholbedingten Gewaltdelikte zu unterbinden, indem man den Alkoholkonsum unterbindet. Die Auswertung des Ganzen steht noch nicht an. Jedenfalls hat sich Herr Sittel in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung ein bisschen, ja, zurückhaltend gegeben, was jetzt die Bilanz des ganzen Jahres ist. Es gab weiterhin Gewaltdelikte. Allerdings hat er keinen Vergleich gegeben zum Vorjahr oder zu den Vorjahren. So. Jetzt ist die Frage, was bringt uns ein Alkoholverbot am Assi-Eck? Wir denken gar nichts. Es ist ein Verbot, was erst einmal wieder, naja, Ressentiments schürt der Leute, die dort einfach gern ihren Abend verbringen wollen. Denn diese Kreuzung ist einfach ein Szene-Eck. Das ist ein Treffpunkt für viele Menschen. Und ein Bierchen und ein Radler gehört für viele zum dort sitzen einfach dazu. Und das soll jetzt wegfallen. Jetzt sehen wir dort mehrere Probleme, warum das Ganze nicht klappen kann. Erstes Problem, wer soll das kontrollieren und wer soll das durchsetzen? Eine Beschwerde von vielen Anwohnerinnen und Anwohnern war immer wieder, wenn wir die Polizei oder das Ordnungsamt rufen, kommen sie nicht. Die Polizei und das Ordnungsamt, ja, trauen sich nicht in die Neustadt und sie trauen sich nicht an die Kreuzung, um dort wirklich durchzugreifen. Das war jetzt ein Gespräch mit Nachbarinnen und Nachbarn, was ich neulich geführt habe. Ich habe jetzt ein bisschen frei zitiert, aber das ist der Eindruck, den viele in der Neustadt haben. Ruft man die Polizei, ruft man das Ordnungsamt dort an die Stelle wegen Lärmbelästigung oder auch wegen Schlimmerem, dann kommt keine Streife vorbei oder sie kommt erst viel zu spät oder man bekommt tatsächlich am Telefon die Aussage, ist halt das Assi-Eck. Deswegen sehen wir das skeptisch, wie ein Alkoholverbot dort durchgesetzt werden soll, wenn sich die Polizei gar nicht erst hierher bemüht. Das zum Ersten. Zum Zweiten hat Herr Sittel ganz klar eingeräumt, in Gorbitz gab es eine Verlagerung vom Amalie-Dietrich-Platz, der ja gesperrt war durch die Prohibition, Richtung Merianplatz. Dort haben sich dann plötzlich ganz viele Leute beschwert, ui, hier ist auf einmal Lärm, hui, hier ist auf einmal Müll. Und das sind eigentlich die Hauptprobleme, die wir hier am Assi-Eck haben. Deswegen frage ich mich, was soll das bringen? Hören wir dann plötzlich neue Stimmen vom Martin-Luther-Platz, wie vermüllt und wie laut es dort abends ist? Hören wir neue Stimmen vom Alauenplatz? Hören wir neue Stimmen vom Vorplatz an der Scheune? Was passiert, wenn die Leute sich dort nicht mehr treffen können und miteinander trinken dürfen? Dann gehen sie woanders hin. Dann suchen sie sich eine andere Stelle. Wir haben in der Neustadt einfach keinen Platz. Wir von den Piraten sind der Meinung, ein Verbot regelt die Situation dort vor Ort nicht. Was wir wollen, ist ein Angebot. Wir wollen nicht, dass per se Kreuzungen, naja, gesperrt werden, dass per se ein Alkoholverbot verhängt wird, was eventuell gar nichts bringt und das Problem nur, ja, woanders hin verlagert. Wir wollen, dass in der Neustadt Möglichkeiten geschaffen werden, sich abends hinzusetzen, ohne dass den Anwohnerinnen und den Anwohnern die Ohren bluten und ohne dass man morgens über Müll stolpert. Und ja, das sind einfache Wege, die man dort treffen kann. Man kann mehr Mülleimer platzieren. Es gibt sogar jetzt gerade von einer jungen, engagierten Person eine E-Petition in Dresden für mehr Mülleimer in der Neustadt. Denn es ist offensichtlich, es gibt zu wenige. Der Müll stapelt sich auf den Eimern drumrum und irgendwann landet er auf der Straße.
Und wir haben es schon mal angesprochen, wenn dieser Platz nicht mehr verfügbar ist, wo geht man dann hin? Es gibt so gut wie keine, ja, angenehmen, lauschigen Plätze, wo man sich abends treffen kann, ohne dass sich Anwohnerinnen und Anwohner gestört fühlen, denn wir sind hier extrem dicht bebaut. Deswegen unser Vorschlag, lieber Ordnungsbürgermeister und liebe, ja, Beteiligten an der ganzen Situation, lasst uns zusammensetzen, wir können es immer wiederholen, lasst uns eine Möglichkeit finden, Angebote zu schaffen, statt Verbote zu verhängen. Danke.